keine Alternative. Ich glaube, beim letzten noch der Erde. Also mit dem Köpfe rauchen. Viel intensiver, was die Erdproduktion ist. Der Titel ist provokativ. Also es geht prinzipiell um Musik. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir sind eine Gemeinschaft. Da ist keiner König oder so und keiner ist der Untertan, sondern wir sind alle ein Volk. Ja, persönliche Allüre, und da arbeiten wir sehr stark dran irgendwie, dass man so ein bisschen wie eine Diva auch irgendwie rüberkommt, damit einen die Menschen auch als Star anerkennen. Bam. Weißt du, so sieht schon cool aus. Ja, so essen. Okay, so. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so eine Flex mir besorgt und gehe dann immer in den Supermarkt, und wenn mich jemand nicht erkennt, dann kriegt er direkt erstmal einen Arm abgeschnitten oder so. Und dann frage ich nochmal, und kennst du mich jetzt? Und dann sagen die ja, und dann so erregt man dann Aufmerksamkeit. Und da kommt man auch in die Zeitungen und so und Internetvideos. Da machen dann so Kinder, die auf Gewalt stehen, die gucken die Videos dann und finden das ganz toll. Das fördern wir ja auch gerne, Gewalt im Fernsehen und so. Oh, Alter, ich denke nicht. Ja, man, ruckzuck ist das so der Fall, ne? Man, kaum ist man mit dem Teufel verwandt, ruckzuck hat man irgendwie ein schlechtes, stereotypes Bild, auch von dem Umfeld. The Bonnie Situation ist auf jeden Fall musikalisch vielseitig und macht Spaß, live anzugucken. Ihr macht gar kein Metal mehr, ihr wird gar nicht mehr hart und euer Manager hat euch befohlen, die Haare abzuschneiden. Natürlich völliger Quatsch. Wir machen das, was uns Spaß macht. Wir entwickeln uns weiter. Wir können nicht die ganze Zeit die gleiche Musik machen. Wir machen wirklich das, was uns Spaß macht, wo wir dahinter stehen. Ja, das ist eine Band ist, die alle Spaß daran haben, an der Musik, die wir auch machen. Und die alle irgendwie in so eine Richtung gehen. Oder vielleicht auf Umwegen, aber die immer irgendwie zusammentreffen und dann irgendwie was ganz Großartiges dabei rauskommt. Wir sind einfach ganz normale Leute, wie du und ich.